Ich befinde mich am Ortsausgang von zur Straße auf dem Weg zum Raffenbeuler Kopf, wo ich dann gleich zurück will, Richtung Selbecke, von meinem Marsch über die Flachskämpe und Hofbaunscheid nach zur Straße. Diesen Weg bin ich früher als Jugendlicher schon gewandert. Ich bin mal gespannt, welche Veränderungen so auf meinem Weg zu finden sind. Hier sind wir richtig. Der Weg ist gut ausgebaut, geteert. Kannte ich auch noch anders. Jetzt haben wir den Hof Raffenbeul. Dahinter den Riegerberg, Hesterhardt, Kettelbachtal. Hier vorne das Tal der Selbecke. Ja, Hohlwege sind hier noch nicht zu sehen. Das war auch früher so. Blick Richtung Hagen. Beim Hof Raffenbeul wendet sich die Teerstraße dem Hof zu. Das wird hier jetzt wieder zu einem normalen Waldweg. Rechtzeitig ist übrigens eine Wildruhezone. Da sollte man nicht herumstöbern. Mich erstaunt, dass hier am Hof Raffenbeul so viel Ackerland ist, also nicht nur Wiese und Getreideanbau. Scheint sich wohl zu lohnen. Die Siedlung ist auch gewachsen in all den Jahren. Die Lage immer noch idyllisch. Also keine Aussiedler sozusagen aus der Stadt. Auch der Blick in die andere Richtung, Richtung Braunscheider Kopf, ist interessant mit den Windrädern im Hintergrund. Klingelbachtal. Und hier geht es den Pilgerweg, der Weg mit dem Dreieck weiter. Noch ein Blick auf den Schornstein. Das dürfte der bei Herdecke sein. Am Pilgerweg befindet sich auch eine Pilgerhütte. Ein Stückchen weiter teilt sich der Weg. Aber auch hier noch keine ausgeprägten Hohlwege zu sehen. Ich bin angekommen am Notrufpunkt, den ersten, den ich mir heute zu Gemüte führe, H12-2HA, sonst noch keinen gesehen heute. An dem Notrufpunkt H12-2HA bleibe ich rechts, sonst komme ich unten im Tal bei Am Hirsch raus. Da wollen wir ja nicht hin, wir wollen in die Gegend auf dem Killing. Nach einer Weile durch Buschland oder Niederwald teilweise schon, komme ich wieder in ein Waldgebiet. Das ist hier Laubwald. Und hier sieht man jetzt direkt neben dem Pilgerweg die ersten parallelen Hohlwege. Ich sehe hier unmittelbar zwei Stück neben dem Weg. Aber es dürfen auch mehr sein. Es ist hier alles ziemlich zugewachsen schon, also um dergestaltige Beobachtungen zu machen, muss man wieder im Herbst oder Winter unterwegs sein. Der Hauptweg ist breit, etwas schottrig, aber sehr viel Humus dazwischen, sodass er
sich hier gut gehen lässt. Man muss allerdings auch auf schlammige Stellen achten, wenn es geregnet hat. Rechte Hand ist das Gelände relativ flach, ohne besondere Auffälligkeiten. Die Aussicht in Sörbecker Bachtal ist auf weite Strecke bescheiden, aber ich habe bald den Pferdeplatz erreicht, vor mir die Siedlung auf der Höhe in der Sörbecker. Am Riegerberg mit dem Fernseh- oder Fernmeldeturm. Ja, ich glaube, ich bin hier an dem Pferdeabschwammplatz, bin mir aber nicht sicher. Immerhin ist das der einzige größere Platz hier. Der Weg macht einen Schwenk nach links. Rechts sieht man schon das Tal des Mickinger Baches. Gehen wir mal der Biegung nach. Jo, hier beginnt es schon etwas steiler zu werden. Links etwas tiefer. Ansonsten hohlwegmäßig keine auffälligen Spuren. Rechts vielleicht. Aber durch das Unterholz ein bisschen unübersichtlich. Linke Hand sehe ich da nichts. Aber gleich kann man hoffentlich die Aussicht ins Tal genießen. Das deutet sich hier schon an. Abschließend noch ein Blick ins Vornetal und Meckinger Bachtal. Das Tal der Sörbecke mit der Getreidemühle am Eingang des Meckinger Bachtals. Ein Blick auf die Stadt mit der Kirche Elisabeth. Linke Hand die Siedlung zur Höhe mit dem Fernmeldeturm auf dem Riegerberg. Hier ist der Weg wieder wunderbar.